die Hose am besten hier ausziehen, hier lassen. Hey, na, ich bin der Pastor. Ich bin jetzt ein bisschen. Also, der Pastor ist eine neue Frisur. Ja, natürlich. Neuer Freund, neue Frisur, weißt du doch. Oh, neuer Freund. Ich bin noch mit Pete zusammen. Wir sind noch abgehauen am Ende vom Till. Ja, aber das ist ja noch vom alten Teil. Das ist ja noch der alte Freund. Ja, aber wir sind ja jetzt fest zusammen. Ich habe ein neues Leben jetzt. Hi, ich bin Christian und ich bin Ryan. Hi. Und ihr kennt uns vielleicht schon, wir haben eine süße kleine Doku gedreht namens Till Death Us Depart. Und wir sind jetzt hier im zweiten Teil unserer Doku, wir sind nämlich gerade nach Florida gezogen, vor ein paar Jahren. Ja, das ist alles, aber es ist alles noch trotzdem, also ist noch ein bisschen unordentlich. Ne? Genau, ist noch nicht ganz fertig. Noch ein bisschen unordentlich, ja. We need to tidy it up, würden wir sagen. Ne? Und wir haben heute Weihnachten, wir warten heute auf Freunde, Nick kommt vorbei, hat gesagt, hat auch eine kleine Überraschung. Wir haben auch Santa Claus da. Der Jared, der arbeitet jetzt als Solo-Entertainer. Genau, das heißt, Musik ist auch da. Ja, vielleicht möchte ich mich. Ah, sorry. Nee, ist okay. Das ist Matteo, der filmt unsere Doku wieder. Ja, den kennt ihr vielleicht auch schon von früher. Ah, ja. Und wir haben hier unser Weihnachts-Setup. Gar nicht beachten, er spricht auch kein Deutsch, kein Problem. Und ich hasse dich. Nach wie vor im Erwachsenenalter uns mit phallischen Symbolen glücklich machen kann. Ne? Auf jeden Fall. The horizon will weep. When it swallows you, I still feel your soul. While our God's still asleep. We need a Christmas tree. And the garden center doesn't have the people to just give us the Christmas tree because it's not yet the season. So, but the good thing is we could simply just get the tree ourselves. In the celestial lips, breaths like ocean tides when we run from the light. The dreams we resist. Gäste, ich geh mal. I hold you close to my heart. You're my revelation. You're my revelation and my cross. You're my consolation. You're my consolation when I'm lost. Nein, wir rauchen durch hier.
Das kommt bitte weg. Bitte machen wir jetzt. Das ist echt schwierig, so zu spielen. Verstanden. Das wisst ihr ja, ne? Oh. Aber das macht euch ja so liebenswert. Geil. Das wird gut. Jetzt musst du ja, weil die Kamera läuft, musst du ja nette Sachen sagen. Ja. Ja. Arschloch. When you will be gone, alone, and I will be a lifetime. Will you're silent, I'm lost, and love's dark crossed. I look up and see you. Da kommt. Mensch, ist das nicht Gerd? Ja, Mensch, Gerd, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ah, dann egal. Ich bleib mal sitzen, ne? Ich war auf Welttournee, Digga. Hast du DJ Tour? Der spielt Häuser halten und so. Was soll denn das? Next one for ladies. Jetzt alle, Digga. Was? Ja, Digga, was da? Hölle! Hölle! Sorry! Krasser Beatbar und das ohne Strom! Oh, boom, boom! Tausendmal! Wie ein Boom, 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 Bumerang! Geh mal Bier holen! Du bist schon wieder hässlich! Ein, zwei Bier! Und du wirst wieder schön! Und auf jeden Fall mitsingen! Und das alle! Und alle! Also leicht, Digga. Revelation.
Für die Endsequenz. Das machen wir hier, Baby Judas und ich machen das zusammen. Mein Ja, ganz nah, ich hab dir was mitgebracht und du musst mal sagen, ob das lustig ist. Ja, ich hab dir auch was mitgebracht. Ja, super. Aber ich zuerst. Ja. Hör doch mal auf, Sachen zu sagen. Das ist doch peinlich, hier wird nur mitgedreht. Ich krieg das auf. Ich weiß es nicht. Ich bin zu dumm, ey. Jetzt hör doch mal auf. Und zwar ein Penis. Oh, findest du das lustig oder findest du es unlustig? Das sieht aus wie ein Penis, nur viel größer. Ja, das ist richtig. Ich finde das sehr gut. Ja, dann bitteschön, das ist für dich. Ja, danke, ich habe auch was für dich. Toll. Ich dachte, falls Sachen von dir kaputt gehen, finde ich immer ganz wichtig, dass man das markiert. Deshalb habe ich so ein paar Defekte auf dir. Wunderschön. Weil ein Koffer kann ja kaputt gehen und alles. Ne? Nee, ich finde die auch gut für die Brille, weil ein echter Nerd umwickelt ja in der Mitte. Du bist ja auch Brillenträger. Genau. Hier so machst du Kleber drauf. Aber bei mir ist ja nur modisch. Es ist nur Glas drin, Fensterglas. Ich hab zwar minus 7, aber ich brauche keine Brille, ich bin ja der Lord. Also du würdest eine Brille, sagen wir mal, vielleicht irgendwie mal anziehen, aber nicht jetzt hier vor laufender Kamera, da ist das Glas drin. Nee, ich bin ganz blind eigentlich. Ja, ich auch. Wir sind beide kurzsichtig. Wenn ihr dachtet, Rockstars sind nicht kurzsichtig, dann habt ihr falsch gedacht. Ja, auch so von Entscheidung her bin ich auch kurzsichtig. Ja? Also auch du hast Scheide gesagt. Lass doch mal das Essen gut.
ist hinter den Kulissen, also ist quasi, das ist jetzt gar nicht der echte Todesstock. Das ist jetzt nur der hinter den Kulissen. Aber es ist sehr, sehr schön. Hier hat sich nämlich Haare dran gefangen. Looks very American Horror Story. Das ist meistens interessanter als das Blut. Haare, Fasern, Sperma, Speichel, kann ich euch empfehlen. Interessanter als das, was das Gesicht spricht. Allerdings, hier sind auch Plätzchen. Das ist problematisch. Achso, was ihr vielleicht auch unbedingt mal kennenlernen solltet, ist ein Tatortkärtchen. Immer, wenn ihr eine Spur findet, legt bitte ein Millimeter, Zentimeter und Inch-Skala drauf und eine Farbskala, sonst weiß man nämlich nicht, wie groß es ist hinterher auf den Fotos. Ja. Heißer Tipp, ist auch da oben schon eine. Hast du so ein Kerzen, was so ein 2:1 Maßstab hat, was man die Dinge legen kann, damit die echt aussehen, also auf Fotos? Du hast ein Jahr in Australien verbracht, ne? Das, ja, das hat... so Backpacken. Wikinger dagegen. Ja. Ich habe ein Jahr in Wikingen verbracht. Wikingen-Tankstelle. Und gleich kommt läufige NASA daher. Man spürt den Boden wieder. Jumanji!